Mein Name ist Margit Müller und ich berate und begleite Unternehmen und Unternehmer, die für ihr Unternehmen mehr wollen, wie nur gut sein. Vera von Birkenbiel hat mal gesagt, 90% aller Schwierigkeiten in einem Unternehmen beruhen auf Kommunikationspannen. Nur die restlichen 10% sind tatsächliche Sachprobleme. Ich will irgendwas sagen, ich will irgendeine Botschaft rüberbringen und es wäre gut, ich mache das so, dass ich unnötige Widerstände im anderen vermeide. Wie fördere ich die Kooperationsbereitschaft, sodass der andere bereit ist, mit mir mitzugehen? Hier haben wir mehrere Prozesse, nämlich einmal einen Wahrnehmungsprozess. Und da gibt es zwei spannende Dinge. Selektive Wahrnehmung haben Sie alle schon mal gehört. Ein Tausendstel von den Informationen, die auf, heute redet man ja in Bit, ne? Ein Tausendstel der Bits, die auf uns einströmen, können wir nur verarbeiten. Die können natürlich nicht Einfluss nehmen auf andere. Aber Sie sind in beiden Rollen. Sie sind mal in der Rolle des Senders, Sie sind mal in der Rolle des Empfängers, wechselseitig. Es ist wie Jonglieren. Ständig müssen Sie zwischen diesen zwei Rollen hin und her spielen. Das heißt, wenn Sie der Sender sind, dann achten Sie natürlich darauf, wie Sie was sagen und bemühen sich, dass der es versteht. Aber bitte seien Sie nicht frustriert, wenn bei dem was völlig anderes ankommt. Ich muss die Position einfach verlassen. Und wenn der andere sich verstanden fühlt, in dem Moment, wo ich in der Lage bin, die Position des anderen, der hat eine Logik. Der hat eine interne Logik. Und in dem Moment, wo ich bereit bin, dem seine Logik nachzuvollziehen, zuzuhören und seine Logik nachzuvollziehen. Ach so, das meinst du damit. Aus dem Grund macht es für dich Sinn. Jetzt habe ich es verstanden. Aber wenn du jetzt mal mitgehst und guckst mal, wie das von hier aussieht, ja, in dem Moment, wo der andere das Gefühl hat, ich habe ihn verstanden, dann ist er bereit, mir zuzuhören und dann kommt er auch mit auf die Seite, aber vorher nicht. Wenn Sie die Kommunikationspannen in Ihrem Unternehmen reduzieren wollen, oder in Ihrem Team, wenn Sie Ihr Wachstum fördern wollen, dann nehmen Sie doch gerne mit mir Kontakt auf. Ich freue mich auf Sie.